Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sollen uns mit unseren Verbündeten sammeln. Ich meine, das wäre hier irgendwo am Fluss gewesen. Da sehe ich doch schon ein Langschiff. Da müssen wir aber nicht hin, wir müssen nach hier. Schreckt euch doch nicht so. Eivor, wir erwarten deine Befehle. Waffen und Rüstzeug habt ihr dabei? Ja, Rabenzähmerin. Gut, dann graben wir uns ein und warten auf unsere Freunde. Sei gegrüßt, alter Freund. Als sich die Gelegenheit bot, eine Axt in den Boden von West Saxe zu rammen, hast du an mich gedacht. Welch Ehre! Ist alles vorbereitet, Eivor? Sind wir bereit, Hofes Kester einzunehmen? Ja, ich will's doch hoffen. Ruft unser Heer zusammen. Zerren wir diese Maus aus ihrem Loch. So ein paar von denen haben aber schon psychische Probleme, glaube ich, oder? Ja, wir sind mittendrin. Bricht durch das Tor. Haben wir denn... Ja, wir haben einen Rambock. Sehr schön. Jetzt bezahlst du. Ups, ich wollte eigentlich... Los jetzt! Ihr werdet alle fallen! Schilde! Ja, die Schilde helfen einem nicht viel, wenn man brennt, Mädel. Entdeckung! Ah, ich glaube, das hilft so generell nicht viel, ne? Ich weiß, aber wir müssen da durch. Halbe Schuss! Achtung! Öl! Dann lauf raus aus dem Öl. Wieso hat er gesagt Pfeilbeschuss? Aufpassen! Boah, es geht ja auf keine Kuhhaut mehr hier. Beschuss! Genau so! Greift an! Da geht das Feuer irgendwann weg. Hoffe ich zumindest. Zerstöre die brennenden Ölkessel. Achso, Nein, du sollst dich nicht ducken, du sollst die Ölkessel zerstören. Wo sind die denn? Dann werden wir sie löschen. Ah, sehr schön. Komm, ich will da rüber. Brenn nicht so lange. Ich will da rüber. Jetzt. Wer konnte dir nicht das Wasser reichen? Ist das? Ja, Mann. Mach das doch nicht so oft. So. Die sind schon mal kaputt. Hinten sind die nächsten. Wie soll ich denn da drankommen, ohne jetzt durch das Feuer durchzukommen? Das geht aber eigentlich, oder? Oder komme ich hier nicht hoch? Ne, ich komme nicht hoch. Vorsicht! Öl! Lalalala. Ja, wir werden eh Feuer fangen, das war so klar. Öl! Ja, Öl! Geh doch mal nach oben, Mädel! Dann erwischt dich das Öl auch nicht. Sag mal, wie dumm ist die? Einfach nach oben! Ja, geht doch. Mein Gott. So schwer, ne? Hallo? Ja, das ist nett, wenn man die Heilung nicht annimmt. Das ist echt geil. Wir sind durch, Eivor! Du
Hallo? Wir sie löschen. Genau, wir werden sie löschen. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt neuerdings keine Heilung mehr annimmt, aber... Danke. Muss der das jetzt machen, wenn ich direkt davor stehe? Was ist das für ein Arschloch? Wieso? Jetzt wollte ich. Gott verfluche dich! Boah, der kriegt's nicht hin, ne? Ey, wo kommst du her? Ich wollte gerade rübergehen. So, links waren jetzt auch noch welche. Ach, da hätte ich hochgekommen. Okay. Jetzt klettert die wieder nicht. Es ist zum Kotzen. Geh doch mal nach oben. Wie oft soll ich den jetzt drücken und... Hallo, stehst du mal auf? Ja, genau. Obwohl, hallo, was macht die? Lauf doch mal, beziehungsweise roll doch endlich mal. Also seit dem Update kann man hier irgendwie nichts mehr vernünftig nutzen, habe ich so das Gefühl. Das haben aber schon einige gesagt. Nein, du sollst das Ding treffen, Mann. So, jetzt geh doch mal weiter und bleib nicht überall hängen. Weg, weg, weg. Natürlich macht es nicht. Ach du. Ja, bloß nicht mal ausweichen. Ich kümmere mich darum. Zugbrücke. Ich dachte, wir sollten jetzt den Rambock verteidigen. Könnt ihr euch mal entscheiden? So, nein, nicht da durch. Jetzt lauf doch mal. Oh, ey. Hier sehe ich gar nichts. Kann man hier auch mal irgendwo stehen, wo man auch mal zielen kann? Zur Hölle! Geh mir nicht auf den Sack hier. Ich muss hier zielen. So. So, bitteschön. Der spricht das Tor. Wo ist der Rambock? Leute, geht mir mal aus dem Weg hier. Nein, nicht Adrenalin. Los, los, los. Hedlund hat sich in seinem Wehrturm verschanzt. Kämpft euch vor. Ja, aber ohne Öl, bitte. Nein. Hallo, jetzt dürft ihr. So. Und jetzt wartet ihr. Ihr sollt nicht nach vorne laufen, wenn ich noch nicht angesagt habe. War ein bisschen schneller. Ich weiß, das Ding ist schwer, aber das heißt ja nichts. Ja, hallo. Ich stehe auf Angreifen. Ja, das hat ja super geholfen. Ey, die haben keine Kraft, nix, ne? Achtung!
werdet alle fallen! Genau. Dauert nur noch 3 Jahre, wenn wir immer wieder vor und zurück müssen. Ja, komm. Die ganze Zeit war das so schnell weg. Oh, warte! Hinein! Hallo! Du sollst nach unten gehen, da wo ich hinziele. Sag mal. Okay, also irgendwas, ich weiß es nicht. Irgendwas ist hier echt. Dann müssen wir weiter oben. Dann müssen wir weiter oben nach einem Weg hineinsuchen. Weiter oben nach einem Weg hineinsuchen? Ich töte dich. Dann müssen wir weiter oben nach einem Weg hineinsuchen. Ja, wo ist für dich denn weiter oben? Einer. Was bist du? Hallo, einmal schlagen reicht, wenn ich nicht mehr drücke. So. Die ist nicht verriegelt. Oder ist ein. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht aufscheuchen. Ich wollte eigentlich direkt nach oben. Gott, du hast nicht verlassen. Beißt ins Gras. Soll ich jetzt hier? Aber ich bin doch schon ganz oben. Ja, du bist dran. Stimmt. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der jetzt ist. Die haben mir nur gezeigt, ich soll nach hier oben gehen. Geht's hier hoch? Die Rabe nicht verfügbar. Was soll das? Ja toll, ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Eher töte ich dich, als dass ich dir diese Feste überlasse. Das war eher, okay. Ich mähe dich nieder, Dänin. Jetzt habe ich zweimal pariert und fahre trotzdem so viel Schaden ein. Was ist denn das? Hallo? Ich sehe nichts. Leute, ich denke, die ist auf den fixiert. Hasse jetzt davon. Mich hier anzubrennen. Puh. Ihr wagt es, diese Feste einzunehmen? Elfreds Heer wird die Zinnen mit euren Gedärmen schmücken. Wir sind nicht wegen Land und Steinen hier, Tan Tedmund. Ich scheiß auf euch und eure Märchengötter. Ich werde mich euch nicht beugen, wie ein Lord von euren Gnaden. Eher sterbe ich! Wie viel wird uns dein König zahlen, damit wir deinen wehleidigen Kopf auf deinem Hals belassen? Ein Heer marschiert von Süden her auf uns zu. Ein Gottesmann aus dem Priorat des heiligen Hadrian mit einer Fürth. Ah, also ab Kühnebert! Gepriesen sei Gott! Wenn es Reichtümer sind, die ihr wollt, die Kirche hat reichlich davon. Wenn er ein gutes Angebot macht, hast du deine Freiheit. Ein oder zwei Thun Silber für eine schmutzige Ratte aus der Kloake. Bleib ruhig, sonst werde ich nicht verhindern können, dass meine Freundin dir die Kehle aufschlitzt. Ja, da hat er recht. Also ich muss den Leuten zustimmen, irgendwas haben sie jetzt mit dem letzten Update echt versaut. Weil egal was man drückt, sie macht grundsätzlich was anderes aktuell. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. So, hier sind aber noch Reichtümer. Ich will... Moment... Das ist aber die Richtung, in die ich jetzt gerade gucke.
76. Du wirst sterben für all die Demütigungen, die ich durch dich erdulden musste. Das hat nichts mit dir zu tun, Tan. Ja, ja, warte mal eben bei Basim. Ich muss hier mal eben gucken. Hier sind noch Schätze drin, die ich gerne mitnehmen würde. Sieht aber nicht so aus, als ob ich das machen kann. Es wird nicht rot angezogen. Nee, es geht aber auch nicht kaputt. Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier stundenlang suche... Wieso wird der eigentlich rot angezeigt? Bevor ich jetzt hier stundenlang suche, wo ich jetzt genau rein muss, lasse ich die Schätze dann doch lieber liegen. Vielleicht habe ich ja noch die Möglichkeit, nochmal wiederzukommen. Ich meine, streng genommen ist es ja jetzt unsere. Das hat nichts mit dir zu tun, Tan. Für mich bist du nur ein fettes Lösegeld. Deswegen zerschmetterst du meine Tore und tötest meine Männer? Nur für etwas Silber? Du hast keine Ehre. Genug. Sonst gebe ich dich den Sachsen mit 10 Fingern weniger zurück. Wo läuft der hin? Ich denke... Ist der doof? Ich soll dem folgen und er weiß nicht, wo er hin will, oder was? Basim, kann das sein, dass du getrunken hast? Nein! Ich wollte das gerade einsammeln. Da. Ihr dort, Heiden, lasst diesen guten Mann ziehen oder zahlt den eisernen Preis. Und was bietest du uns im Gegenzug an? Euer Leben. Viele Männer starben beim Sturm auf diese Feste. Ihr Tod soll nicht umsonst gewesen sein, Christus-Sklave. 20 Truhen Silber. Gib ihnen, was sie wollen, Kühnebert. Das ist eine große Forderung, die ein Loch in Gottes Kasse reißen wird. Ohne ein Unterpfand kann ich das kaum erlauben. Tedmund? Du willst mir Geld für mein Leben abpressen? Du warst rasch hier, Abt. Nicht lang, nachdem diese verkommenen Würmer meine Feste übernahmen. Im Auftrag des Herrn, Tedmund. Beim Gebet überkam ich eine schreckliche Vision. Ein Heidenheer, das dein Leben bedroht. Ein Zufall, den ich recht verdächtig finde. Abt, hast du... Gott, hilf dir! Geht es dir gut? Luft! Ich brauche Luft! Komm. Er ist tot. Da war Gift im Spiel. Kein Zweifel. Nein, 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 nein. Weck den Mann auf. Er kann nicht tot sein. Er darf nicht tot sein. Vergiftet? Wie kann der Mann in unseren Armen an Gift sterben? Viele große Könige und Umnachtete tragen in Kriegszeiten Gift bei sich, um der Gefangenschaft zu entgehen. Und dem Lösegeld. Eine Katastrophe! Alfred wird einen anderen wählen und... Bei allen Heiligen... Wie soll ich das nur dem König erklären? Wir gingen den Weg bis zum Ende, Kühnebert. Dir mag nicht gefallen, wohin er führte. Doch schuldest du uns deinen Teil des Handels. Ihr sollt euren Paladin haben. Ich brauche einen Tag. Kommt morgen in meine Abtei und ich werde... Oh je, oh je. Diese Verzögerungen zehren mir an den Knochen. Wir sollten Kühnebert vergessen und Fulke selbst finden. Frieden, Eivor. Sprich mit Gedrick und entlasse ihn aus seinem Schwur. Wir sehen uns bei Kühneberts Abtei. Ja, das ist jetzt irgendwie so überhaupt nicht so gelaufen, wie das jetzt geplant war. Ihr habt wie Bestien aus eurer Hölle gekämpft, Gedrick. Dein Schwur mir gegenüber ist erfüllt. Es war gut, Schulter an Schulter mit dir gegen die Schweinehunde aus West Saxe zu stehen. Möge unsere Freundschaft andauern. Dieses Dornengeflecht der Christen und Herrscher bedeutet mir nichts. Ich bin wegen Sigurd hier. Das verstehe ich. Wenn du ihn wiederfindest, komm zu mir. Wir feiern und singen und wärmen uns an Met und Freundschaft. So sei es. Ich muss mich in Acht nehmen. Wieso muss sie sich in Acht nehmen? Sie hat die Feste jetzt gerade erst erobert, hallo?
Ja, den Spruch verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ja, war ein bisschen chaotisch heute. Vor allen Dingen, wie gesagt, also ganz ehrlich, ich habe jetzt schon von vielen Leuten, die das Spiel spielen, gehört, dass wohl mit dem letzten Update von Uplay, beziehungsweise halt von Assassin's Creed Valhalla, irgendetwas schiefgelaufen ist, dass man nicht mehr vernünftig kämpfen kann. Und ja, teilweise habe ich es jetzt auch gemerkt. Man kann die Taste so lange gedrückt halten, wie man will. Sie rollt irgendwie erst eine Minute später ab, was natürlich super toll ist, wenn man gerade am Brennen ist. Und mit dem Klettern, ja gut, da habe ich ja öfter schon mal ein bisschen Probleme gehabt, dass egal wie oft man drückt oder wie lange man den Stick nach oben halt eben drückt, sie ja sich nicht bewegt. Auch wenn man dann nach rechts und links ein bisschen ausweicht, dann bleibt sie einfach da hängen und denkt sich, nö, ich will jetzt nicht klettern. Und ja, das ist teilweise schon ziemlich nervig. Aber da sind noch so ein paar andere Kleinigkeiten im Kampf, die jetzt doch ziemlich versagt haben seit dem Update. Ich hoffe, dass das nicht so einen extrem negativen Einfluss auf die kommenden Schlachten hat, weil ansonsten müsste ich erstmal eine Pause machen, bis sie das wieder gepatcht haben. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich werde jetzt mal im Gebäude schauen, also in Ruhe nochmal schauen. Wie weit ist er entfernt? Er ist nicht ganz so weit entfernt. Ich werde nochmal in Ruhe schauen, ja, wo alles genau das Gold ist und dass ich das mir nochmal eben schnell einsacken kann, bevor ich mich hier von weg bewege. Und das Treffen mit Basim werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Du hast auch bestimmt was angestellt. Ja, bestimmt hat die was angestellt. Ja, ich fass mich kurz und schmerzlos. Bis zur nächsten Folge. Ciao.